einem spontanen Video. Ich sitze ja auch gerade komplett ungemacht und denn für mich geht es in einer Woche in den Urlaub. Ich fliege nochmal ins Warme und ich dachte mir, ich packe jetzt zusammen mit euch meinen Koffer. Wie gesagt, das ist jetzt ganz spontan, dass ich mich hingesetzt habe. Wir haben heute Samstag, ich hatte heute frei, ich habe nur rumgegammelt und deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Aber egal, wir packen jetzt zusammen meinen Koffer, denn ich habe mir vor einer Weile schon mal einiges zusammengesucht und alles in so einen riesen Beutel hier reingeschmissen. Und wir gucken jetzt mal zusammen, was ich rausgesucht habe, was ich einpacken werde und vor allem, was mir noch fehlt. Ich habe mir jetzt hier noch mein Notizbuch geholt, damit ich mir aufschreiben kann, was ich noch einpacken muss. Denn mir fehlt hier auf jeden Fall noch einiges. Ich habe einfach bloß so das, was mir spontan in die Hände gefallen ist, einfach in diesen Beutel gepackt. Und ja, für mich geht es nach Griechenland, nach Korfu und ja, für eine Woche. Und wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon wieder längst zurück oder so. Oder ich bin noch dort, keine Ahnung. Und ich habe jetzt hier meinen Koffer vor mir. Und dann werde ich jetzt mal gucken, wie ich den packen werde. Denn ich habe jetzt in der Woche nicht wirklich Zeit dazu. Deswegen werde ich das jetzt mal machen. Und ja, dieses Video könnte sehr chaotisch werden. Deswegen, I don't know. Ich gucke einfach, was ich hier in diesem Beutel habe. Und ich ziehe jetzt einfach mal raus. Und zwar habe ich hier meine Flipflops drin. Das sind die benutzten, deswegen, oder die ich schon mal benutzt habe. Deswegen sind die jetzt hier in einer Tüte. Hier habe ich jetzt zwei Paar. Ich glaube, ich nehme insgesamt drei mit. Ich trage eigentlich nur Flipflops im Urlaub. Und da habe ich einmal hier so welche von Barbie und dann noch so welche mit so Pfirsichen drauf. Das heißt, ich werde, die habe ich in meinem Sommerurlaub schon benutzt. Deswegen werde ich die mitnehmen. Und dann habe ich hier noch diese hier, aber irgendwie sehen die auch benutzt aus. Habe ich die doch schon benutzt? Keine Ahnung, ich habe ja nämlich noch welche von Barbie. Deswegen kommen die jetzt einfach hier mal mit rein. Und dann habe ich schon mal meine Schuhe. Ich nehme noch einmal natürlich Turnschuhe, wenn wir losfliegen. Aber die trage ich dann eh bloß zum Hin- und Rückflug. Und was haben wir denn noch? Ich hole mal, ich habe hier so Kleinkram, den hole ich jetzt mal raus. Denn ich habe hier noch meinen Rucksack. Ich werde diesen Rucksack als Handgepäck nehmen. Und hier ist auch schon irgendwas drin. Und zwar einmal mein Portemonnaie. Das bleibt hier natürlich auch drin. Dann haben wir hier mein erstes Buch. Ich bin am Überlegen, ob ich nochmal ein extra Video drehen soll mit den Büchern, die ich mitnehme. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir hier einmal dieses Buch hier. Das packen wir hier schon mal rein. Dann habe ich noch ein kleines Portemonnaie. Das kommt hier rein. Und einmal Taschentücher. Wo werden wir die reinpacken? Die packe ich jetzt hier vorne mit rein. Dann haben wir hier Handdesinfektionsmittel. Sehr, sehr wichtig. Da es eine Flüssigkeit ist, kommt es hier in diesen Beutel mal rein. Könnte ich eventuell hier an die Seite reinmachen. Dann habe ich es nämlich immer griffbereit. Ich packe es erstmal hier so rein. Und dann habe ich hier zwei Sonnenbrillen, die kommen auch ins Handgepäck mit rein. Dann habe ich noch ein Rätselheft und da fällt mir ein, das schreibe ich gleich mal auf, weil ich brauche natürlich auch noch einen Stift dazu. Das hat übrigens hier gute Fächer. Dieser Rucksack ist ganz praktisch. Ich stelle jetzt meinen Rucksack hier so hin. Und was da auf jeden Fall noch reinkommt, sind meine Ladekabel, meine Kamera und mein Handy. Das brauche ich aber natürlich bis zum letzten Moment, deswegen kommt das ganz zum Schluss da rein. Und ich glaube, das brauche ich auch schon fast fürs Handgepäck. Dann gucken wir mal, was wir hier jetzt noch so haben. Und zwar haben wir einmal ein Handtuch für den Pool. Das ist so ein, das habe ich mal bei Ferrero gewonnen, oder nicht gewonnen, habe ich so eine Punkte gesammelt. Das werde ich aber ganz zum Schluss oben drauf machen. Dann fällt mir gerade ein, dass ich mein Kissen noch mitnehmen muss. Ich habe ein Kissen, das muss überall mit. Deswegen, das kommt aber natürlich auch erst am letzten Tag rein. Und dann hatte ich jetzt überlegt, welche kleine Tasche ich mitnehme. Ob die oder die hier, aber ich glaube, ich werde die mal mitnehmen. Obwohl ich gerade überlege, wenn wir unterwegs sind, dann brauche ich meistens meine Kamera. Und die passt weder hier noch dort rein.
Oh Mann, immer muss ich meine Kamera mitschleppen, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Und hier kommt mir noch ein Handspiegel entgegen. Der kommt natürlich auch ins Handgepäck, in eine dieser Taschen hier. Tasche, okay, ich lege die nochmal zur Seite. Ich überlege mir das mal noch. Dann habe ich hier natürlich noch drei Bücher. Ich hoffe, vier Bücher reichen für eine Woche. Ich weiß es nicht, aber wir wollen natürlich auch noch irgendwas machen. Deswegen dürften die reichen. Ich lege die jetzt einfach mal hier so mit dazu. Dann habe ich noch einen Beutel. Wenn wir mal einen Ausflug machen, dann brauche ich sowieso immer ein bisschen mehr. Deswegen nehme ich da immer einen so einen Beutel mit und der ist immer ganz praktisch für den Rücken. Dann habe ich hier so eine kleine Minitasche, die ist immer ganz praktisch für, wenn wir quasi frühstücken gehen oder so, dann machen wir ja meistens, dann wissen wir meistens immer nicht, wo wir unseren Hotel, wo wir unseren Zimmerschlüssel oder unsere Zimmerkarte reinmachen sollten, weil wir meistens irgendwie, was weiß ich, nur ein Kleid drüber geschmissen haben und dann haben wir keine Hosentasche und deswegen nehme ich immer diese kleine Tasche jetzt mit und stecken wir das dann nochmal rein und das ist ganz praktisch, deswegen kommt die natürlich auch mit rein. Dann nehme ich noch ein kleines Gesichtshandtuch mit. Das brauche ich auch immer, weil ich nicht mein Händehandtuch fürs Gesicht verwende. Dann habe ich hier, oh, ich muss ja noch den Dings abschneiden. Ich habe noch so einen Beutel, den hatte ich mir bei Teddy gekauft, weil ich den ganz cool fand, denn hier passt perfekt einfach das, mein Handtuch und ein Buch rein und dann kann es halt losgehen. Deswegen kommt er natürlich auch mit, aber da muss ich noch das Schild vorher abschneiden. Und jetzt kommen wir mal zu Klamotten, da war ich so unschlüssig, weil ich glaube, schon wieder zu viel habe. Dann hat sich andauernd das Wetter geändert, also jeden Tag verändert sich dieser Wetterbericht. Und ich habe jetzt hier einmal dieses Kleid hier. Das hatte ich diesen Sommer nicht mit im Urlaub, deswegen werde ich das hier jetzt auf jeden Fall mal mitnehmen. Und das hier hatte ich dieses Jahr auch nicht mit, weil ich es irgendwie voll verpeilt habe. Aber das ist hier auch so ein, das ist so ein Jumpsuit und der hat längere Ärmel. Und den hätte ich dieses Jahr für abends gut gebrauchen können, denn es war immer ein bisschen kühler. Aber gut, dann nehmen wir ihn diesmal mit. Und dann hatte ich mir noch zwei Kleider rausgesucht. Und zwar einmal dieses hier, ich weiß nicht warum, aber das ist so schlicht, aber ich liebe dieses Kleid und es hat auf jeden Fall Ärmel. Könnte für abends ganz praktisch sein, deswegen nehme ich das mit. Und dann habe ich jetzt hier noch ein Kleid. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen werde. Das ist so dieses Kleid hier. Die Sache ist, es ist halt extrem kurz. Und eigentlich weiß ich ja nie, was ich drunter anziehen soll. Das ist eigentlich ganz praktisch so für zum Mittagessen, wenn man gerade am Pool lag. Und dann kann man das einfach so drüber schmeißen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde das nochmal zur Seite legen. Aber irgendwie fehlen mir dann Kleider. Merke ich gerade. Das heißt, ich werde auf jeden Fall noch irgendwelche Kleider einpacken. Auf jeden Fall noch eins mit Spaghetti-Trägern. Ich will aber halt auch eigentlich einfach nicht zu viel mitnehmen. Ich nehme immer viel zu viel mit. Aber ich versuche es dieses Jahr zu ändern. Dann haben wir jetzt hier noch ein Jäckchen. Ich werde ein Kleid noch mitnehmen, genau. Ich habe jetzt hier noch eine, so eine Strickjacke. Die ist ganz praktisch für abends und mehr Jacken kommen halt auch nicht mit. Ich habe noch eine Strickjacke an, wenn wir halt eben fliegen. Die kann ich ja auch zwischendurch mal anziehen. Und dann packen wir jetzt schon mal das hier ein. Dann habe ich einen süßen Schlafanzug. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich einen mit Ärmel nehmen soll oder einen mit als Top. Ich habe jetzt hier eins mit T-Shirt und kurzer Hose oder ob ich eins mit Top und kurzer Hose nehmen soll. Ich weiß nicht, ob es mir zu warm wird. Ich meine, wir haben aber sonst auch eine Klimaanlage. Aber ich bin überfordert, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, ich nehme den mit. Kommt jetzt hier rein. Dann haben wir meine Sachen für den Strand bzw. Pool. Da kommt einmal
das hier auf jeden Fall mit. Das kommt jeden Sommer mit. Das ist richtig praktisch, um das halt eben über den Bikini anzuziehen. Deswegen kommt das mit. Und dann habe ich hier noch so ein Tuch, das kann man sich gut drum binden. Das darf natürlich auch nicht fehlen. So, und dann gucken wir mal, was wir für Klamotten haben. Da war ich mir nämlich auch richtig unsicher. Ich nehme noch einen langen Pullover mit, aber halt auch bloß einen, weil sonst habe ich halt auch einfach eine Jacke, die ich anziehen kann. Und zwar diesen Crop-Pullover. Den hatte ich diesen Sommer auch schon mit. Der ist halt nur irgendwie, bringt es nicht viel, weil er eigentlich viel zu kurz ist. Aber der kommt auf jeden Fall auch mit. Und dann haben wir jetzt hier, ja genau, dann war ich sehr, sehr unschlüssig, was Tops und T-Shirts angeht. Wie gesagt, weil sich halt dieser Wetterbericht tausendfach ändert. Aber ich denke mal, das reicht. Das ist viel zu viel, ich sehe das schon. Ich habe jetzt hier drei, das ist viel zu viel. Ich brauche so viel nicht. Ich habe jetzt hier einmal dieses Crop-Top hier von Stitch. Das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dieses Crop-Top hier von Riverdale, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das reicht. Ich habe jetzt hier noch ein T-Shirt. Aber das ist zu viel. Nein, ich lasse das T-Shirt hier. Ich nehme die zwei mit und dann nehme ich noch ein längeres T-Shirt mit, falls mir Crop-T-Shirts zu warm werden. Das reicht. Das reicht. Und dann habe ich jetzt hier vier Tops. Das sind eigentlich auch alles bloß Crop-Tops. Ich habe es irgendwie mit Crop-Tops, ich weiß nicht wieso, obwohl es dann eigentlich viel zu kalt ist an den Nieren und so. Aber wir haben jetzt einmal hier dieses graue, schlichte Top. Dann habe ich noch dieses graue Top hier, das mag ich auch sehr gerne. Das werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Und dann habe ich noch dieses Top hier, das ist auch ganz süß. Also kommt das auch mit. Und natürlich, das reicht aber, ich glaube, das reicht wirklich. Ich muss nicht so viel mitnehmen. Und dann habe ich noch ein langes Top eben. Nicht nur Crop Tops, auch mal noch ein langes Top. Und zwar dieses hier. Gucken jetzt mal, was ich hier noch für Hosen habe. Ich habe einmal diese kurze Hose. Ich liebe ja solche Hosen. Ich nehme halt auch einfach keine Jeans-Shorts mit. Wo ich das im letzten Urlaub bereut habe, glaube ich. Aber egal. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die hier. Und die. Die drei. Drei sind auch zu viel, oder? Zwei reichen doch eigentlich. Für eine Woche. Ich meine, ich bin halt sonst einfach den ganzen Tag im Bikini und ziehe halt bloß früh und abends mal kurz was drüber. Und das kann ich dann halt auch mal zwei, drei Tage anziehen, weil wenn ich das abends nur eine Stunde anhabe oder so, muss ich das nicht sofort wieder gewaschen haben. Aber die kurze Hose mag ich auch sehr gerne. Ach, wir nehmen die einfach drei. Egal, wir nehmen die einfach alle drei mit. Kommt jetzt auf die Hosen auch nicht mehr drauf an. Und dann habe ich überlegt, wie viele Leggings ich mitnehmen soll, weil ich nicht weiß, ob es abends kalt wird. Ich ziehe auf jeden Fall eine auf dem Hinflug an. Das wird diese hier sein von Hummel. Und dann habe ich hier noch eine zweite von Hummel. Ja, die werde ich so mitnehmen. Vorsichtshalber, ich weiß nicht so richtig, ob es abends zu kalt wird. Und das hier nehmen wir zum Hinflug. Ich weiß auch noch nicht richtig, was ich zum Hinflug anziehen soll, denn wir haben momentan nachts 3 Grad und wenn wir dort ankommen, haben wir 30 Grad. Okay. Und dann habe ich jetzt hier noch meine Bikinis. Da konnte ich mich auch nicht wirklich entscheiden, was ich mitnehmen will. Aber ich habe hier meinen neuen Bikini von Barbie, den nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist einmal das Oberteil und wir haben hier noch die Hose. Dann werde ich diese Bikinihose noch mitnehmen und diese Bikinihose. Hey, ich habe ja noch zwei Bikinihosen. Warum habe ich so viele Bikinihosen? Ich habe ja noch eine High-Waisted Bikinihose. Und dann haben wir noch die hier, die ist auch high-waisted. Ich weiß nicht, ich kann doch nicht 4 Hosen mitnehmen. Ich meine, die nehmen eh keinen Platz weg. Ich glaube, ich lasse die zu Hause. Wir nehmen 3. Wir nehmen noch dieses Bikini-Oberteil mit. Ich glaube, das werde ich für den Strand anziehen. Und noch dieses Bikini-Oberteil, finde ich auch sehr süß. Und ich denke, das reicht bei Weitem. Ich brauche nicht so viel Bikinis, aber wir packen sie einfach mit ein. Rein da.
Und sonst habe ich jetzt hier nur noch Unterwäsche, die muss ich euch natürlich nicht mehr zeigen. Und dann habe ich jetzt hier noch, ich weiß aber nicht, ob der reicht. Und zwar habe ich jetzt hier meine riesen Waschtasche. Hier ist auch bei Weitem noch nicht alles drin. Das Problem ist nur, ich habe mir dieses Mal überhaupt keine Liste geschrieben, was ich sonst immer mache, weil ich das liebe. Aber irgendwie war der Urlaub jetzt halt so kurzfristig und dann hatte ich nicht mehr wirklich Zeit. Und ja, hier passt aber eigentlich relativ viel rein. Ich muss mal schauen. Was auf jeden Fall auch noch nicht dabei ist, ist ein bisschen Schminke. Die Sache ist, ich nehme immer viel zu viel Schminke mit und schminke mich überhaupt nicht. Schminke ich nie im Urlaub, nie. Aber ich habe immer alles mit. Und das werde ich dieses Jahr nicht machen. Ich werde einfach eine Mascara mitnehmen, die ich nicht verwenden werde, aber man hat eine dabei. Und dann nehme ich was, einen Abdeckstift mit, falls ich einen Pickel habe. Und mehr nehme ich nicht mit. Ich kann mir immer noch was bei meinen Mitreisenden leihen und falls ich unbedingt was haben will. Hier haben wir übrigens noch so ein Haarband. Das nehme ich einmal mit. Das benutze ich immer zum Duschen, damit meine Grisselhaare ja nicht so vorkommen. Und dann habe ich jetzt hier in meiner Waschtasche, wie gesagt, auch bei Weitem noch nicht alles drin. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, mir fehlt einfach alles, aber ich weiß auch nicht so richtig. Ich habe hier einen angefangenen Deo-Roller und den habe ich extra, so wenig wie er jetzt hier drin ist, reicht er halt eben, um den für eine Woche jeden Tag zu benutzen. Deswegen habe ich dann aufgehört, den zu benutzen, einen neuen hier angefangen und nehme den mit und kann den dann dort lassen. Dann haben wir noch ein kleines Deo-Spray. Einmal das hier, das reicht auch für eine Woche aus. Dann habe ich noch ein Haarspray, falls ich doch mal irgendwie was brauche. Da fällt mir gerade ein, dass ich Haargummis einstecken sollte. Das wäre ganz praktisch, glaube ich. Haargummis. Dann habe ich natürlich eine kleine Zahnpasta und eine Zahnbürste. Dann haben wir hier Trockenshampoo, weil ich nicht weiß, ob ich wirklich immer so Lust habe, meine Haare zu waschen. Aber falls ich dann doch mal Lust haben sollte, habe ich hier noch ein kleines Shampoo und eine kleine Spülung. Die hatte ich mal in meinem Adventskalender drin. Habe ich mal aufgehoben für den Urlaub. Und dann habe ich hier noch meine Gesichtssonnencreme. Die kommt natürlich auch mit. Und eine Après-Sun-Tuchmaske. Ganz wichtig. Dann habe ich hier noch eine kleine ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch was drin ist. Eigentlich bin ich der Meinung, ich habe die alle gemacht im letzten Urlaub. Ich habe sie wieder mitgenommen von Eucerin. Eine 50 Lichtschutzfaktor Sonnencreme, falls ich doch mal starken Sonnenbrand haben sollte oder so. Aber wie gesagt, ich glaube, hier ist eh nicht mehr viel drin. Und dann habe ich dieses Teil hier, das habe ich mal bei Action gekauft. Und zwar werde ich hier ein paar Sachen reinfüllen, denn das hier ist richtig, richtig praktisch. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie ich es aufkriege. Und zwar sind hier vier kleine, wie nennt man das denn, Behälterchen drin, wo man eben was reinfüllen kann. Und dann kann man hier, je nachdem, was man braucht, eben aufdrehen und dann draufdrücken und dann kommt das eben raus. Da habe ich ja auch noch die Etiketten. Ich muss nur mal überlegen, was ich hier reinfüllen werde. Dann haben wir noch meinen Tangle Teaser. Einmal als Haarbürste. Und hier weiß ich auch noch nicht ganz, ob ich es mitnehmen werde. Und zwar ist es ein Shimmer des Après Body Spray. Aber das sieht halt so schön aus. Und jetzt für zu Hause kann ich es eh nicht mehr verwenden. Das ist einmal das und das glitzert halt eben. Und es sieht halt auch auf gebräunter Haut sehr, sehr schön aus. Aber es nimmt auch so viel Platz weg hier in meinem Teil. Aber mal schauen. Aber vielleicht werde ich es doch mitnehmen. Und hier oben haben wir noch Tabletten drin und Frauenzeug. Und dann ist das Ding auch schon leer, aber es kommt halt so wenig vor. Und ich bin halt auch der Meinung, mir fehlt noch irgendwas. Naja, jedenfalls kommt das dann jetzt auch rein. Und mehr habe ich jetzt hier gar nicht liegen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles war. Ich glaube irgendwie nicht. Es kommt mir sehr, sehr wenig vor. Muss ich mal schauen. Und ja, das war jetzt hier mein spontanes Video, mein spontaner Vlog oder so. Wie gesagt, ich habe bei Weitem noch nicht alles in meinem Koffer drin. Da fällt mir gerade ein Gesichtscreme. Gesichtscreme und zum Gesicht waschen. Ich glaube, da nehme ich das hier mit.
von Rituals habe ich hier nämlich einmal eine gesichtserfrischende, feuchtigkeitsspendende 24 Stunden Gelcreme und hier habe ich einen cremigen Reinigungsschaum. Die zwei Sachen werde ich mal mitnehmen. Da ist noch Kleber drauf. Das waren mal irgendwelche Proben, aber ich werde das einfach mitnehmen. Das ist eigentlich das Kleinste, was ich hier so habe. Ja, ich denke, das werde ich mitnehmen. Also kommt das auch noch mit dazu. Und dann werde ich mal schauen, was mir noch fehlt. Und ich hoffe, dass ich nichts dann vergessen werde. Ja, hätte ich mir doch mal eine Liste geschrieben. Ich habe hier aber noch meine alte Liste drin. Deswegen kann ich da auch noch mal gucken. Und ja, das war dann mein Video. Das ist total lang geworden. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber so ist das. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es sehr chaotisch und spontan jetzt entstanden ist. Und ja, dann kann es losgehen in den Urlaub und wir werden uns dann dort wiedersehen. Tschüss!